Hallihallo und Tüdelü zusammen und willkommen zu einer neuen Folge hier in Hogwarts Legacy. Nein, mit meiner Grafik ist alles okay. Es ist nur gerade Morgen und es ist nebelig. Deswegen ist es gerade so ein bisschen komisch, das Licht hier. So, ich möchte gerne nach Upper Hogsfield reisen, um die nächste Quest zu machen. Und zwar ist diese ein Freund der Taten. Ich muss nach Upper Hogsfield reisen, um mit Dorothy Sprottle über ihre Hochklumpfbedürfnisse zu sprechen und sie nach Sironas Schachtel mit Briefen zu fragen. Ich glaube, ich kann sie in dem Dorf nördlich von Hogsmeade finden. Das ist eine Freundin von der Besitzerin der drei Besen, unsere liebreizende... Hoppala. Das passiert mir jedes Mal. Unsere liebreizende Sirona, ich sag immer Sinora. Die mit der liebreizenden, wunderschönen, weiblichen Stimme. So, ich hoffe, ich kann Hogsmeade umfliegen. Ich habe nämlich echt keinen Bock, jetzt wieder den Besen hier loszu. Das ist doch scheiße. Hab ich denn hier oben rum? Okay, hier kann ich rum. Sehr schön. Boah, ich hatte nämlich echt keinen Bock, jetzt wieder durch Hogsmeade zu latschen und den Besen dafür extra wieder einzustecken. So, schauen wir mal, was uns da erwartet. Briefe für Sirona. Schon wieder fast Sinora gesagt. Und ein Horcrux-Saftproblem. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Bardolph Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Oh Gott, was für eine zuversichtliche Frau. So, hallo Mrs. Sprottle. Ryan hat mich gebeten, sie zu besuchen. Ich glaube, das fragen wir erstmal, ne? Verzeihung, haben Sie gerade Bardolph Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolph, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Tja, wer will das schon, ne? Warum sollte Bardolph sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Klingt sehr naiv jedenfalls. Könnte Bardolph nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolph hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Klingt nicht gut, ne? Ich könnte gerne nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Ja, aber eigentlich will ich noch immer die Briefe. Hallo, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich kann gern versuchen, ein paar aufzutreiben. Das wäre wunderbar. Ich sorge mich um die reisenden Händler und möchte ihnen gern mehr Mega-Power-Trank geben.
Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Natürlich. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Gewieft. Sirona sagte, dass sie, als sie in Hogwarts war, in den Sommern bei ihnen gewohnt hat. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Tja, und dann kam sie in Stimmbruch. Sorry, aber die ist so, ach, die klingt so krass männlich, das ist so lustig. Erinnern Sie sich, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Tja, werden wir alle nicht erfahren, wir im digitalen Zeitalter. Wir schreiben uns leider keine Briefe mehr. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn sie die Horklumpe sammeln könnten. Aber früher hat man sich ja auch noch bei einem Brief richtig Mühe gegeben. Und heute schreiben wir uns täglich irgendwelche Kurznachrichten und all sowas. Ich meine, ist jetzt kein Meckern, ich mach's ja selber, aber wenn man es mal so bedenkt, ist schon ein bisschen schade. Wer ist aber das denn? Hogsfeed wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Ich glaube, wir kümmern uns aber erst einmal um die Briefe. Und reisen dafür mal zu dieser Höhle. Dann kriegen wir auch ein bisschen Horklumpensaft. Ah, warte mal. Da muss ich jetzt aber erst mal wieder die Quest wechseln. Und die ist da. Oh, nicht sehr weit weg. Sehr schön. Sieht interessant aus. Sieht aus, als wenn da Wilderer wären. Ich glaube, die habe ich schon platt gemacht, ne? Ich glaube, hier war ich schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Ja, ja, hier war schon ein paar Mal, aber hier kommen immer wieder neue Aschwinder. Und, Manieren sind immer wichtig. Selbst in einem Kampf. Das bringt das. Und dann los. Wollen wir ein bisschen Punch? Wir haben die Kontrolle für den Koboldhelm geklaut. Ach, Kobold. Ach so, der Koboldhelm. Ja. Stimmt, da war was. Ich habe einen Kobold. Kriegt einfach alles. Du bist die Plage, die Treadwell befreit hat. Du bist eine... Probier die nächste Liarus, die Matsch nicht. Was hast du getan? Habe ich gut fertig gemacht. Würde ich mal sagen. Also, ich habe mich auch schon ziemlich bekannt gemacht. Die wissen genau, wer ich bin, wie ich gerade gehört habe. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Hier war ich tatsächlich schon mal drin und habe Horklumpe gesammelt. Komm runter da. Immer her damit. Ich bin aber nicht tief reingegangen. Ich habe nur oben ein bisschen, wie gesagt, Horklumpe gesammelt und wollte nicht tiefer rein, weil ich mir schon dachte, dass wahrscheinlich irgendeine Quest ist mit der Höhle. Deswegen gucke ich mal, dass ich dann nicht mich in irgendwelche Sachen reinbegebe schon.
Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Ich sollte vor allem mal gucken, dass ich mir jetzt mal wieder hier ordentlich mich mit Zauber ausrüste. Confringo! Das ist bestimmt auch Spitz. Wunderbar. Nur noch ein paar Horklumpe zu ernten. Also hier oben war ich schon tatsächlich. Hier nicht. Also da schon, aber nicht da drin. Und wie gesagt, da hinten ging es dann irgendwo weiter runter und da habe ich gesagt, nee, komm, lieber nicht. Fast geschafft. Noch ein Horklump zu ernten. Hier unten war ich auch nicht. Okay, ich wollte gar nicht Acute drücken, aber scheint ja egal gewesen zu sein. Aha, was haben wir da? Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Wenn du hier jemals lebend rauskommst, dann wird sie sich bestimmt freuen. Oh, Scheiße. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ja, umgehen hat sich jetzt eh erledigt. Ne? Confringo! Oh, Expelliarmus am Arsch. Da scheißt der mal dick. Ja, wie denn? Er lässt sie ja nicht fallen. Ich bin nicht stark genug gegen den anscheinend. Vielleicht können wir es mal damit probieren, vielleicht. Ringo ist das jetzt gewesen und nicht das, was ich machen wollte. Okay, das interessiert ihn auch kaum. Boah, ey, der erwischt mich immer, ne? Egal, was ich tue. Was ich mache.
jedenfalls, das war jetzt schief, Alter. Der hat mich gar nicht erwischt. Was ich da machen kann. Da, die Zauber, die ich habe, da hilft mir nur einer was anscheinend. Ich brauche was anderes. Boah, ist der fies. Bin ich? Ah, hier. Das sind vorerst alle, Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. So, jetzt muss ich überlegen. Vielleicht kann ich den auch umgehen. Ich glaube zwar nicht dran, aber wir könnten den mal versuchen. Wobei, der hat ein bisschen was geholfen. Versuchen wir den mal. Ich glaube nicht, dass der das Einfrieren geht. Wir könnten aber Leviosa mal versuchen. So. Das ist das. Und hier machen wir das. Vielleicht können wir uns aber nicht vorbeischalten, obwohl ich nicht dran glaube. Oh Gott, ich häng. Ich mache hier nichts, ne? Nur mal so. Oh Gott, bleib locker, Kind. Na toll. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Scheißegal, ne?
hier gar nicht weg an dem vorbei. Unfassbar. Ich habe keine Chance. Wenn ich wenigstens wüsste, wie um alles in der Welt ich es hinkriege, dem seine Keule da wegzunehmen und ihm entgegenzuschleudern, wie es anscheinend gemacht werden soll. In sein Face geschleudert. Vielleicht lasse ich das doch. Oh Mann. Arresto Momento hat mir auch gar nicht wirklich geholfen. Ich könnte das mal zwischendurch versuchen. Was ist das jetzt? Flippendo. Auf Flippendo habe ich gar nicht versucht. Aber ich glaube, das wird mir auch nicht helfen, oder? Das sind vorerst alle, Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Ja. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ja, ich habe echt keine Chance, mich auch zu verstecken vor dem.
gerne auch dazu mit deinen Füßen bewegen. Aber ich würde so gerne wissen, wie ich dem seine Keule hier geschleudert kriege. Boah. Okay, jetzt hat er mir eine Keule geschleudert. Soll ich nicht so trinken? Entspann dich, mein großer Freund. Entspann dich. Der ist tot. Und diesmal habe ich auch noch all meine Powertränke. Also nicht all meine, aber viel mehr als... Ich hätte mal eher dran denken sollen, den Endurus-Trank zu nehmen. Vor allem habe ich jetzt endlich auch wieder die Taschen etwas leerer. So, wohin? Genau. Erst mal hier hin. Schätzchen hier. Oh Gott, ich bin in irgendwas drin. Was war das? Ii. Echt? Komm, trink du. Keine Chance. Diese Pflanze. Oh, da wird wohl nichts sein, oder? Nee. Das ist nur Deko. Eichhörnchen, hallo. Ein Brief. Oh Gott, so viel. Ach Scheiße, muss ich denn echt lesen? Ich habe keine Lust. Oh Gott. Ich lese den jetzt nicht vor. Ich lasse den einfach ein paar Minuten so da. Nein, nicht ein paar Minuten, aber... Okay, ist ja gut. Meine liebe Sirona, als ich hier ankam, fiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein Legilimens bist. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was das ist. Legilimens? Ich spreche das richtig aus. Oder bin ich gerade einfach nur zu dumm? Ich weiß nicht. Doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbeet und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anderes gewesen sein sollst, als die selbstbewusste und
selbstbewusste und Zuversicht verspürende Hexe, die vor mir saß. Gott, ist das so viel, warum? In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du ganz ohne Magie alles und jeden in deiner Umgebung in den Bann gezogen hast. Indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen könnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchgelebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur noch so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshauses erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Immer die deine, Mirabel. Bitte sagt Mrs. Sprottle, dass ich sie und Mr. Sprottle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf die unvergleichlichen Kesselkuchen. Das war doch die Frau vom, oh nein, noch mehr. Professor Dr. Fäge. Gott. Okay, der ist nicht ganz so lang. Meine liebe Sirona, schon wieder getan. Ich habe auch an Mr. und Mrs. Sprottle geschrieben, aber fühlte mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch vom Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über unseren ulkigen Gnomen gekichert haben. Hat er wirklich geglaubt, er würde singen? Mrs. Sprottles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich werde noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen. Das heißt nicht, dass ich es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Voller Dankbarkeit, Philomena. Das müssen Sironas Briefe sein. Ja, und was ist dann das hier? Liebe Sirona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit, Sean. Da hatte dieser Sean, hatte diese Philomena wohl recht. Liebe Sirona, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in die Küche gemuggelt und Finky gebeten, die Waldbeerencreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, woher sie dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Finky ist wirklich genial. Also ihr seid doch Zauberer und Hexen. Fein. Ich habe auch echt damit gerechnet, dass nochmal so ein Kracher kommt. Okay. Liebe Mrs. Sprottle, Mutter und Vater waren hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen bei Besenknechts verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung. Mit der hochkomplexen Kunst, eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen, geht es mir ganz ähnlich. Aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet und ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Klingt gut, oder? Es war auch ein denkwürdiges Erlebnis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mr. Sprottle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meinen Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. In Dankbarkeit, Sirona. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Bestimmt. So, dann bringen wir noch die Briefe zu Sirona und den Hochkrumpfsaft zu dieser Mrs. Sprottle. Ich sollte zu Mrs. Sprottle. Sie wird sich über die Horklumpe freuen. Ja, und glücklicherweise habe ich auch direkt noch welche mitbekommen. Sehr schön. Denn Horklumpfsaft kann ich auch nie genug haben. Da bin ich ganz der Meinung von Mrs. Sprottle. Da kann es einfach nicht mehr gehen. Ich habe keinen Bock auf Untote. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Wer ist das? Mrs. Sprottle, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ein paar Horklumpe für sie ernten und ich fand Sironas Schachtel mit Briefen. Oh, danke.
Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Und Sirona wird sich freuen, ihre Briefe zu bekommen. Wie nett von Ihnen. Geben Sie gut Acht auf dem Rückweg nach Hogsmeade. Ich möchte mal gerne wissen... Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Ja, ist ja gut. Ich möchte mal gerne wissen, wie der ihr Mann es geschafft hat, gegen diesen Troll jedes Mal zu bestehen. Oder an dem vorbeizukommen. Mal ernsthaft. Der ist übel gewesen. Aber ich fand den schon mächtig. Also kein Wunder, dass der gestorben ist beim letzten Mal, wo der in der Höhle war, der arme Kerl. Auf geht's nach Hogsmeade. So, mal gucken, ob die Gute sich freut. Bestimmt. Sie hat mich ja extra gebeten, die zu besorgen. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort von den Schmetterlingen hast. Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Prottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich liebe diese Stimme. Ne? Darf ich Sie nach den Briefen in der Schachtel fragen? Über einige der Briefe habe ich mich gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Da war ein Brief von einer gewissen Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ach so. Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Also Garlick, nicht Fick. Okay. In einem der Briefe wird Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black nie verzeihen, dass er dieses Jahr alles abgesagt hat. Wir hätten gemeinsam Ravenclaw anfeuern können. Aber wirklich? Vielleicht hätte ich ja sogar für Ravenclaw gespielt. So. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie beide scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jeder andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen. Sagen wir es so. Verstehe schon. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Fassregal habe ich bekommen. Cool. Also neue Deko für meinen Raum der Wünsche. So. Dann würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle Feierabend. Wir haben ja wieder ein bisschen überzogen. Aber so ist das halt, wenn man in der Quest ist. Oh, voilà. Alles in lila hier. Passen sich ja mir voll an hier, wa? Oder ist hier irgendwie so eine Sekte unterwegs? Ist hier ein Kult? Oh, ist die süß. Oh mein Gott, ist sie knuffig. Oh, ich lieb's. So, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch heute gefallen hat und dass ihr Spaß an der Folge heute hattet. Wenn ja, dann zeigt's mir doch wahnsinnig gerne mit einem Däumlein nach oben. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und auch, wenn ihr... Tropfig? Tatsächlich. Auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um nicht zu verpassen, wie es bei mir weitergeht. Und auch gerne mal in meine Livestreams reinschaut. Hogwarts Legacy wird bei mir immer dienstags gestreamt. Ich hoffe, ich sehe euch da mal und wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles Liebe, eure Natzen. Bye!